wollten? Ich werde in Zukunft bestimmt wieder ein bisschen, Das Studienjahr ist nun vorbei. Also es endet sich gerade bei mir so ein paar Sachen ein, weil ich ja in, Die Jahresendwertung ist jetzt verfügbar. Bitte keine Panik. Und in so regulärem Dating bin mit einer Person. Willkommen an alle Erstsemester. Und das wird sich dann jetzt so ein bisschen zeitlich alles so ein bisschen anpassen. Der Stundenplan ist nicht in Stein gemeißelt, aber er wird trotzdem nicht geändert. Wir haben sogar noch eine Forschung, die Sinn macht. Was stimmt mit dir denn nicht? Naturclub-Leute rennen nackt rum. Das ist der Hintergrund vom Naturclub. Es ist eigentlich ein Nudistenclub. Also, es wird nun berichtet, dass der Gestank im Vorlesungssaal tatsächlich von einem großen Stück Käse verursacht wurde. Angeblich musste ein Mitglied der Hauswartung in einem Schutzanzug ausrücken, um das übel riechende Objekt zu entfernen. Allerdings neigt diese Quelle bisweilen zu Übertreibung. Hoffen wir, dass der Gestank sich bald legt und wir alle wieder frische, käsefreie Luft atmen können. Fähigkeiten sind nicht übertragbar. Nicht einen besseren Teppich. Die beiden Klimaanlagen gegenüber. Personal wird daran erinnert, dass Hunde keine Hausaufgaben fressen. Ja, wir können gerne LGBT-Flaggen setzen. Bin ja nicht so wie bei Spider-Man, wo irgendjemand einen Mod gemacht hat, dass die da rausgefiltert werden. Wobei ich dann auch mal zu diesem Thema, es gab ja für Spider-Man einen Mod, wo die LGBT-Flagge gegen amerikanische Flaggen ausgetauscht wurden in Spider-Man. Ich fand das jetzt nicht so schlimm, dass es diese Mod halt gibt. Es ist natürlich die Frage des Hintergedanken dieser Mod. Und das war anscheinend über einen Troll-Account und alles. Und deshalb hat das erst so Aufsehen geschlagen dann. Studierende werden gebeten, keine Fragen zu stellen. Weil halt nur das in der Mod drin war. Und es natürlich irgendwie dann feindlich dieser Community gegenüber schon gedacht war. Und dann kann man schon nachvollziehen, warum die Mod dann im Nachgang entfernt wird. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine und dreht mir jetzt keinen Strick daraus. Frag mich halt, was in dem Kopf von dem Dude vorgeht. Meinst du den Dude, der eine Mod schreibt, dass diese Fahnen entfernt werden? Du hättest ja eine Mod schreiben können, die ermöglicht, einfach ein Jetpack mit reinzuziehen und jede Fahne, die du willst, da anzubringen. Das wäre dann wieder in Ordnung. Da hat auch keiner im Nachgang wahrscheinlich was gesagt zu, aber naja.
würde übrigens wahnsinnig werden in dem Zimmer, weil ich überhaupt nicht so der Typ bin, der Sachen an die Wand klebt. Das würde mich alles total abfucken. Bildung ist nicht erstattungsfähig. Überleg übrigens im Moment. Freitag fängt ja. Beziehungsweise Freitag kommt ja die Serie von Herr der Ringe. Ob ich da noch irgendwie Leute einlade für so ein gemeinsames Watching. Und dann fängt man, sag ich mal, so traditionell an damit. Und sagt, yeah, in Zukunft gucken wir das alle jetzt immer zusammen. Letztlich hier auch. Es gibt keine Verlängerungen. Wobei, das geht. Man kann ja auch, man kann ja so einen Twitch Prime Together Watching machen, ey. Das geht ja. Aber ich meinte eher so mit Freunden, ganz klassisch. Jede Fahne, dann kommen wieder welche und wechseln die gegen irgendwelche nicht geduldete Fahnen aus. Du meinst welche, die in manchen Ländern verboten sind. So viel Zeit muss sein. Ach, Unterkunftwertung 80%, da ist doch mal was. Ja, man kann sie auf Twitch gucken zusammen, wenn der Zuschauer auch Twitch Prime verfügt und das mit seinem Twitch-Konto, beziehungsweise Amazon Prime verfügt und das zusammen hat. Also. Man könnte also theoretisch eine, also will ich eine Herr der Ringe Session machen. Und das zusammen im Livestream gucken. Aber mein Vater bringt mich, glaube ich, dann um. Wenn ich das mit anderen Menschen außer ihm gucke. Mich jetzt den Bettenzimmern entledigen. Sir Nigel Bittleworth auf Two Point Radio. Wie ich höre, hat eine weitere Universität für die angehenden Eierköpfe und Bücherwürmer des Two Point County die Tore geöffnet. Zuhörer mögen sich entsinnen, dass ich nicht viel von neuen Universitäten halte, weil sie einfach nicht alt und dementsprechend nicht gut genug sind. Wenn sie so gut wären, hätte sie es schon viel länger gegeben. Das nennt man Logik, werte Studenten. Aber sicher können Sie damit nichts anfangen. Studierende werden gebeten, sich nicht bitten lassen zu müssen. Und direkt noch einbauen. Weil ich glaube, ich eh bei Studenten schon über 120 gefallen bin. So, ablehnen. Okay, ist okay. Tag der offenen Tür ist auch okay. Ja, wenn ihr noch Platz findet für das Event, macht das einfach. Und ihr könnt gerne Anfang Juni hier auch einen Horrorfilm gucken, jedes Mal. Hallo Zeat. Ich habe übrigens extra ein paar Tage verzichtet auf das aufs Laufen, weil normalerweise bin ich ja etwas sportlicher unterwegs in letzter Zeit. Ich habe immer noch manchmal Brustschmerzen. Ey. Hinweis: Wir haben ein Marketingprojekt abgeschlossen.
Eindringlinge gesichtet. Ihr wisst, was zu tun ist. Und alle bekommen ein Handbuch. Kann ich dir sagen übrigens, Lord Calvin, dass diese Person nichts mehr mit diesem Magazin zu tun hat, weil es ist immer so, Magazin macht Personen bekannt, Person merkt, braucht Magazin gar nicht mehr, verlässt Magazin, Ende. Der Gründung einer weiteren Einrichtung für Spielspaß und ein bisschen Lernen zu gedenken. Never ending story. Lasst uns nun in Erinnerungen und Nostalgie schwelgen. Dieses Gefühl, dass früher auf irgendeine schwer fassbare Weise alles einfach besser war. Woher kommt dieses Gefühl? Sehen wir die Vergangenheit durch eine rosarote Brille? Gut möglich. War früher wirklich alles besser? Höchst wahrscheinlich. Hausmeister der PCs benötigt. War Angestellter. Das Studienjahr ist fast zu Ende. Nur falls ihr es nicht bemerkt habt. Aber ist auch egal. Nicht so wichtig. So. Der Sommer bietet Zeit zum Entspannen und um sich auf das nächste Jahr vorzubereiten. Die Jahresendwertung gibt es jetzt. Jetzt ist das hinter die Klohäuschen auch noch Nein, ich will nicht abbrechen. Verdammt. Jetzt hat er bestimmt selbst abgebrochen. Nein. So, kriegst du noch ein Pflänzchen und wird das ein 5er Badezimmer. Und das passt auch dann erstmal. Desinfizieren, bevor man auf Klo geht. Das Personal wird gebeten, sich um die Studierenden zu scheren. Der Schlawiner duscht doch immer noch da drüben. Weiteres Schießballfeld. Ja, kauf mal das dazu. Jeder wie er möchte. Also wegen der Magazingeschichte, wir müssen damit jetzt nicht anfangen. Ihr kennt meine Meinung dazu. Und jeder wie er mag und jeder ne, wird schon werden.
Das werden auch Lehrer sein, die brauchen auch eine Dusche. Mit dem Zug gefahren. Der Dampf, die Gurken-Sandwiches. Aber erstmal kriegen wir einen Haufen von der Gepäckablage rutschten. Heutzutage fehlt bei der Nutzung des Schienenverkehrs ein wesentlicher Bestandteil. Alle starren immer nur noch auf einen Haufen mehr Studenten wegen dem Marketingzeug. Es war mir meine große Freude, tunlichst andere Fahrgäste zu ignorieren. Okay, ihr wart da fest. Jeder. Wo bleibt denn da der Spaß? Der Stundenplan ist jetzt verfügbar. Plant euer Leben entsprechend. Nicht so perfekt, wie ich das haben wollen würde. Willkommen an alle Erstsemester. Wir haben vor euch mehr Angst als ihr vor uns. Okay, ihr habt keine Projekte mehr. Und hier müssen wir direkt das Feld upgraden. Siebzehn weitere Bewerber für das nächste Studienjahr. Den Platz, den wir hier oben freigemacht haben, nehmen wir für eine weitere Weiterbildungskanzel. Hier auch direkt mal upgraden. Kann nicht sein, dass wir keine Weiterbildung mehr laufen haben. Okay, zwei Leute sind theoretisch noch drin. Und 6 ist ein ausreichender Wert für alle Jobs. Darüber ist das nur noch krasser Bonus. Dich machen wir schneller. Hausmeister bei den WCs benötigt. Oh, der Forschungshub hatte auch noch ein Upgrade offen. Na gut. Ablehnen, Bilanz 25.000, am besten hatten wir schon 35.000. Weil wir müssen das mit der durchschnittlichen Bewertungsnote von 94%, dafür brauchen wir einfach bessere Leute für die Ausbildung. Geile Sporthalle, ey. Sporthalle einfach so eingepfercht. Sozialleben. Loser. Sport. Feiglich. Das ist einfach nicht vereinbar. Es gibt nur einen Weg, alles zu erreichen. Mach es mit Jumbo. Guten Tag, Lokszener. Wir Leben kennen uns zwar nicht, aber danke für den kleinen Raid. Je mehr du lernst, desto länger hast du gelernt. Ich muss mir die Leute mal angucken, die hier mal rein raiden. Du willst richtig krasses Gameplay sehen, dann bist du hier leider falsch. Wenn du mir aber dabei zusehen magst, wie ich mich im kleinsten Raum verlaufe, vor dem Chat mehr erschrecke als vor dem Spiel und absolut verzweifle, dann schau am besten direkt rein. Oh, du hast einen kleinen Geist als... Eindringlinge gesichtet. Ihr wisst, was zu tun ist. Als Maskottchen, sag ich mal.
Regelmäßig blaue Flecken in der Sporthalle. Naja, Sport. Verletzungen sind halt an der Tagesordnung. Komm, 50.000 ist nicht mehr so weit entfernt. Dann ist die Karte auch abgeschlossen. Erinnerung an alle Studierenden. Nach dem Studium geht es nur bergab. Du. Noch eine Marketingkampagne, noch mehr Bewerber fürs nächste Jahr. Plus 28 Bewerber. Verdammt, Marketing bringt echt viel. Ich hätte das damals nicht abreißen sollen. Aber es war die Einsparung. Kein Geld war da, also baust du das Marketing ab. Ist ja leider so. Ich wurde kürzlich in die Tage meiner Jugend zurückversetzt, nachdem ich mich unabsichtlich im Wäscheschrank eingeschlossen hatte und dort buchstäblich über meine alten Tennisclogs gestolpert war. Wie lange ist es doch her, seit ich mich zuletzt meiner Zeit im Tennisteam der Universität entsann? Es hieß, allein der Klang unserer hölzernen Schuhe habe die Mädchen des Campus erröten und in nervöses Gekicher ausbrechen lassen. Böse Zungen behaupten allerdings. Du willst ein flaches Blumenbeet. Das ist das, was ich abgerissen habe hier hinten, weil da jemand nicht mehr dran vorbeikam. Das habe eher an unseren kurzen Hosen gelegen. Hab ich doch. Marketingprojekt abgeschlossen. Dann halt nicht. Aus Erfahrung? Ja, das mit dem Marketing, ja, das kenne ich so. Dass das als erstes abgebaut wird. In der früheren Firma, wo ich war. Ja, wir müssen sparen. Ja, sparen wir am Marketing. Unsere Verkäufe werden noch schlechter. Merkwürdig. Ja, Hund, ich weiß, ich streck mich. IT-Sparen ist auch immer gut. Danke für deinen Prime-Sub, Ariandor. Weil IT erzeugt ja auch nur Kosten. Ah, guck mal, IT-Sicherheit. Wir bräuchten eine Ausfallsicherheit für den Serverraum. So teuer. Ja, okay, Serverraum ist überhitzt und Server ist ausgefallen. Dauert 2 Wochen, bis wir einen neuen aufstellen können. Naja, die Angestellten können ja alles per Hand schreiben. Die brauchen ja gar keinen Computer. Machen wir so wie früher vor 30 Jahren. Übrigens, Real Story. Ist so in der Firma passiert da. Warum?
Warum sind hölzerne Tennisschuhe eigentlich je aus der Mode gekommen? Tennis war einst nicht nur ein optisches, sondern auch ein akustisches Vergnügen. Wurde der nervenaufreibende Wettkampf doch von einem wahren Kokosnuss-Orchester. Überleg gerade, was ich umbauen wollte am besten. Und was, also beziehungsweise, was kann ich noch hier rüberziehen? Fürchterlich quietschende Treter, die lediglich mehr Bodenhaftung und eine Gruppe Sportfans hat eine Campus-Invasion begonnen. Das grenzt doch schon an Betrug. Würden die Eindringlinge bitte das Eindringen unterlassen? Ja, die Nachhilfe und die Seelsorge könnte ich rüberziehen. Aber die baue ich dann neu. Und du brauchst mich gar nicht von der Seite angucken. Du hast gegessen. Keine Ahnung, warum der Hund seine innere Uhr nicht versteht. Auf jeden Fall nicht Essenszeit jetzt. Und Hand war vermutlich immer noch sicher als Kaspersky. Man muss doch McAfee nutzen. Der ist wenigstens getürmt auf irgendeine Insel. Das war noch ein Mann mit richtigen Ambitionen. Wir haben gerade ein Marketingprojekt abgeschlossen. Wunderbar. Dann halt nicht. Mann. Leg dich wieder hin, Hund. Wobei, die erste Hilfe könnte ich auch rüberziehen. Und warum ist so viel kaputt? Einen Aufenthaltsraum bauen. Ich glaube, den gibt es nämlich auch nicht. Auf dem ganzen Campus habe ich keinen hochgezogen. Alle Handwerker sind in Fortbildung. Nein. Ich hab doch noch mal einen Tick mehr, das sollte doch hinhauen. Schuhwerk nicht nur auf dem Tennisplatz Einzug gehalten. Wie viele meiner treuen Zuhörer sicher wissen, besuche ich jedes Jahr Schuhmacher Sarto und gönne mir ein paar Brocks oder auch Halbschuhe, wenn ich mich besonders mutig fühle. Bei meinem letzten Besuch musste ich mit Erschrecken feststellen, dass mein geliebter Schuhmacher von einem Lokal namens Schubidu ersetzt worden war. Angesichts der lächerlichen Auswahl dort war mir allerdings gar nicht nach Singen zumute. Harte Arbeit zahlt sich aus, manchmal aber auch nicht.
Arzt bitte zurück ins Krankenhaus. Besten Dank. Ach so, das ist ein DJ-Pult. Der muss andersrum eigentlich. Dann bescheiden wir die Leute, die am Snackautomaten stehen. Kein Grund zur Sorge. Bitte keine unerlaubte Panik. 174 Studierende im nächsten Jahr. Noch ein Schießballfeld. Man gönnt sich ja sonst nichts. Zeit zum Entspannen und um sich auf das nächste Jahr vorzubereiten. Was ist das Einzige, was an der Karte richtig nervt? Diese riesigen Schießballfelder, die du bauen musst für deine sportlichen Akademiker. Hinweis, zu kalt. Der Campus hat sich gerade vergrößert, aber das macht ihn nicht besser. Ah, verdammt, ich brauche noch einen akademischen Dozenten. Zweier, Fünfer, Fünfer ist doch gut. Willkommen an alle Erstsemester. Wir haben vor euch mehr Angst als ihr vor uns. Achtung, der Stundenplan hängt jetzt aus. Ja, aber ich habe doch einen eingestellt. Oder brauche ich noch einen? Hallo Dragon, grüß dich. Ah ja, es waren zwei. Noch an den Anfang des... Verdammt, komm zurück, Upgrade. Er meint eh das Feld. Nee, das Feld da hinten kann er gar nicht meinen. Moment, was will der upgraden für 10.000? Werd aufgepasst und schreib's nochmal in den Chat rein. Als ich sagte, heute würde es um Nostalgie gehen, das waren noch Zeiten. Stattdessen reden wir über Sportschuhe. Wieder eine glorreiche Vision, die vom unerbittlichen Zahn der Zeit zunichte gemacht wurde. Ebenso tragisch wie passend. Alles wird schlimmer, liebe Zuhörer. Woher ich das weiß? Nun, meine Sendung ist vorbei. Also kann es doch nur noch bergab gehen. Hausmeister für die Reparatur benötigt. Gesichtet. Ihr wisst, was zu tun ist. Also die Bewertung hat ein bisschen abgenommen, weil ich glaube, wir haben zu viel Studierende. Der Aufenthaltsraum ist auch direkt überfüllt. Super. Ah, jetzt haben wir eine gute Qualität. Ah, ja! Nimm das! Verzieh dich, Karte! Wir sind fertig.
mit den 3 Sternen. Karte, geh weg und komm nie wieder. Oh, es gibt übrigens noch so viele Maps. Es ist unglaublich. Am Anfang habe ich noch gesagt, verdammt, ich glaube, es sind diesmal weniger als bei Two Point Hospital, aber es ist, glaube ich, gefühlt sogar noch mehr. Wunderbar. Ja, der große Umbau bleibt dann wohl aus. 58.000 verdient. Ich habe auch das Spiel, aber mir wackelt die Kamera so ein bisschen hin und her. Wie stelle ich das aus? Und nein, ich habe keine Drogen. Schau mal, ob dein Controller angeschlossen ist. Weil ich wüsste nicht, dass Kamerawackeln hier drin ist. Könnte nämlich sein, dass dein Controller, wenn der Analogstick ein bisschen schlecht geeicht ist im Spiel, dass dann dadurch die Kamera mal ab und zu hin und her geht. Ich glaube, Kamerawackeln gibt es gar nicht als Option, an- und auszuschalten. So. Also auf YouTube sehen wir uns dann auf der nächsten Karte. Und im Stream geht es dann gleich einfach weiter. Gebeten, an zwei Orten gleichzeitig zu sein.